Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, heute auf dem Gabentisch haben wir wieder ein Bier, das wir schon kennen, nämlich Ritter Karl Butz. Erinnern wir uns, da war vor kurzem was gewesen, nämlich die Hopfenstange von Ritter Karl Butz. So, ja, wo kommt's her? Aus Mecklenburg-Vorpommern eigentlich, aber ist in Berlin, wird's gebraut. Nee, Entschuldigung, in Mecklenburg-Vorpommern wird es gebraut, aber in Berlin wird es vertrieben. Das heißt also, die Idee stammt tatsächlich aus Berlin. Wusste ich auch nicht, habe ich nochmal nachlesen müssen. Jetzt haben wir zwei weitere Sorten bekommen, nämlich einmal hier den sogenannten Männerstolz, Ritter Karl Butz Männerstolz, das potente Starkbier. So, und es hat nämlich auch nicht wenig, das hat hier 6,8% Umdrehungen. Und ich will euch was zeigen. Und zwar habe ich noch was anderes mitgenommen. Das Bier testen wir auch noch. Das kam hier in so einem Sixpack mit dieser wirklich krassen Verpackung. Und da steht auch drauf, das erotische Dunkle. Liebestrank, Männerstolz, Bauernpflaume, Steifmacher und Hopfenstange. Jetzt weiß erstmal so die Anspielung, die Assoziation. Habe ich aber auch erst mitbekommen, als ich gelesen hatte, Liebestrank. Ja, und die Legende von diesem Ritter Karl Butz, ja, die ist wie folgt. Naja, lest sie euch mal selber durch, das ist, glaube ich, FSK 18. Nur der gute Ritter, der hatte einige Kinder gehabt. Also, man könnte sagen, Viagra im Mittelalter. So, und weniger Viagra und auch, übrigens, hier sind sie alle nochmal drauf. Ich kann das nochmal so reinhalten, also wirklich eine geile Verpackung. Und da sind die, wie gesagt, alle noch drauf, die ganzen Biere. Wir werden die auch alle einzeln noch durchgehen. Also, da sind noch einige, wie gesagt, die wir dann noch zu probieren haben. Was ich vorweg sagen kann zu diesem Bier, natürlich, ihr habt gesehen, es ist ein Sixpack, ich habe mir mehrere geholt. Also ich habe jetzt hier auch noch zum Beispiel noch den zweiten, der ist jetzt hier unten drin, bei den Männerstolz, ich habe die gemischt. Das haut einen um, Leute, das haut einen um. Aber da kommen wir jetzt zu, warum es umhaut. Ja? Falls ihr noch ein bisschen nuscheln solltet, nicht daran, ich war mal wieder beim Zahnarzt gewesen, das Provisorium ist jetzt draußen, das ist jetzt der richtige Zahn in drin und deswegen kann sein, dass ich da ein bisschen noch nuscheln tue. So, für ein Glas habe ich jetzt schon mittlerweile ein paar Mal getestet, das Bier. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden für ein Hybrid, weil hier macht er sich tatsächlich am besten draus, der Ritter Karl Butz. So, machen wir mal auf. Ja, die Hopfenstange, die wir hatten, also die ist letztendlich ja doch recht hoch bei uns weggekommen. Wir hatten sie ja mit 5 von 5 Punkten bewertet gehabt. Da habe ich gesagt, so Mensch, das ist lecker. Das ist so ein bisschen leicht süßlich, so malzig, schön getreidig. Und was ähnliches erwarten wir jetzt ja hier auch. Und ich kann euch schon mal so ein bisschen so anteasen, so, weil ich habe, wie gesagt, schon ein paar Mal jetzt getrunken. Es geht in die Richtung. Also wir haben ganz klar, wie gesagt, diese Brauerei, die sitzt in Mecklenburg-Vorpommern. Und hier aber, wie gesagt, für den Berliner Markt vertrieben. Das heißt also, auch hier ist es so diese, wie sagt man, so diese Idee, dieses Konzept. Das ist ähnlich wie bei der Hopfenstange vom Ritter Karl Butz. So, dann würde ich sagen, ja, das riecht extrem wirklich kräftig. Es ist wirklich kräftig. Wo gibt's denn das? Das gibt's beim Norma übrigens. War gerade wieder im Angebot gewesen. So, Entspannungsverdampfung ist drin. Aber ich habe ein bisschen zu lange gequatscht, deswegen kommt da jetzt ja nicht mehr so viel raus. Ich würde sagen, wir lassen direkt laufen. Ja, mittelwandiges Glas. In diesem Fall, wie gesagt, unseren Hybriden als Krug. Wunderbar. Und da läuft es auch schon hinein. Ich habe es auch schon aus der Flasche probiert, da kommt es gar nicht. Also ich bin momentan wirklich kein Flaschenkind, wie man so schön sagt. Ich bin wirklich bevorzugt dabei, Bier aus dem Glas bzw. Krug zu trinken. Ja, was haben wir denn da? Ist ein Bier, Leute. Sieht als Bier aus, ne? Gibt sich als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles. So, zwei Fingerbreite Blume. Fein bis mittelporig, recht linear, sehr fluffig das Ganze, kommt so wirklich ja schon fast wie Watte. Und der Zerfall ist, ich sag jetzt mal, im mittleren Bereich. Wir haben eine ganz, ganz leichte Kraterbildung im Glas, auf der Blume. Aber ich habe es probiert, Leute, 90 Sekunden hält sie durch. Also wenn ihr das Glas frisch ausgespült habt, wirklich auch keine Hindernisse oder Restbestände da drin sind, ihr schenkt das Bier ein, es wird locker 90 Sekunden durchhalten. Ich habe es jetzt zweimal probiert, deswegen kann ich es so überzeugend sagen und es ist wirklich sehr linear, das Ganze. Das ist schon wirklich eine gute Qualität, wenn man bedenkt, für diesen Preis hier, das passt auf jeden Fall, ja. Finde ich deswegen schon mal ganz gut. Ja,
Was haben wir im Imglas? Da haben wir ein ziemlich, man sieht diesen Bier auch an, es ist ein Starkbier. Also es ist wirklich sehr kräftig, wenn man jetzt in so einen Pilz zum Beispiel reinschaut, dann sieht das nicht so saftig aus. Ja, ein Pilz sieht eher mal so ein bisschen so spritzig aus, ja, saftig auch, aber auch dünner. Und hier ist halt so dieses extrem Sirupartige. Ja, das Bier, das sieht einfach schon sehr, sehr schwer auch aus im Glas. Man erkennt das immer so richtig, auch wie die Perlung so richtig schön langsam hochsteigt, nicht so schnell. Ne? Da muss erstmal durch ein paar Hindernisse durch, ne? Alles ein bisschen dickflüssiger. So wirkt das Bier auch. Von der Farbe her geht es deutlich ins Orangene mit rein. Wir haben ja, ja 60%, wo ich sagen würde, das ist hier so ein Gelbfarbton in drin. Und die anderen 40% geht so ins Orangene mit rein. Und oben sieht man es auch schön hier abgesetzt von der Blume, wie gesagt. Ne, die ist ja, wie gesagt, schön weiß. Und dann sieht man auch wirklich diesen wunderbaren Kontrast. Auch dieses Bier, das leuchtet schön. Ja, Schwebeteilchen kaum vorhanden. Karbonisierung auch eher im mittleren Bereich. Und perlt schön langsam ab nach oben. Und ja, sieht kräftig aus. Also es ist ein Bier, was wirklich extrem kräftig auch ausschaut. Das heißt, jetzt mag man noch denken, naja, mein Gott, das wird ja so eine Art Bockbier sein. Aber da kommen wir gleich zu, Leute. Das ist wirklich so eine Premiere hier. Das Männerstolz. Das potente Starkbier. Da muss man schon wirklich auch ein bisschen stark sein, sage ich mal. Ja, aber da kommen wir gleich zu. So, machen wir erstmal anschnuppern. Ja, also hier ist das gleiche wie bei der Hopfenstange. Es ist dieser unglaubliche Malzkörper da drin. Dieses Getreidige, dieses Getreidesilo, wie wir ja jetzt immer wissen, ne? Wie wir sagen tun. Wenn wir in ein Getreidesilo reingehen, dann duftet das genauso. Ja, das ist so dieses Nussige, dieses Staubige nach Körnern, nach wie gesagt, ja, Gerste. Ja, das ist so dieses frisch abgemäht, schön geschrotelt. Der Staub liegt noch in der Luft und das setzt sich nach dem Regen, ja, so kann man sich das vorstellen, hier so in diesem Geruch nieder. Und das ist das, was man dann wahrnehmen kann. Also da merkt man auch keinen Hopfen, da merkst du gar nichts. Also hier ist wirklich total getreidig. Falls ich noch nicht gesagt habe, was drin ist, dann werde ich das jetzt mal nachholen. Und zwar, was haben wir drin? Wasser, Gersten, Malz und Hopfen tatsächlich. Also kein Hopfenextrakt. Und da steht es auch nochmal da, gebraut und abgefüllt nicht in, sondern für die, wie heißt die, Krieg LTD, also Limited Dingsbums hier, Vertriebsbüro Berlin, steht auch extra nochmal drauf. Also ist tatsächlich ein Produkt, das in Berlin entwickelt worden ist, allerdings gebraut worden in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ganz interessant, nicht, dass es da zu Verwechslungen kommt, wie das sein kann. Da, das Etikett ist auch wirklich göttlich, oder? Ja, wie das sein kann. So, jetzt mal genug geschwafelt, Leute. Jetzt machen wir das, was wir am liebsten machen, nämlich den Antrunk. Und ich sage einfach nur ganz schnell jetzt hier auf euch zum Wohl, ihr Lieben, auf das Bier und auf den Genuss. Trinktemperatur ist ein bisschen wärmer, liegt jetzt bei 8 Grad, 8, 9 Grad etwa. Letzte Messung. Konsequent. Konsequent, Leute. Also, fassen wir zusammen. Habe ich schon gut eingeübt jetzt. Antrunk macht, was er soll. Er benetzt das komplette Mundraum. Alles ist ausgehöhlt. Wie gesagt, Backeninnenwände, Zungenbereiche. Alles ist perfekt. Will ich gar nicht drauf eingehen. Mittelweiches Brauwasser ist okay. Ist jetzt nicht zu hart, nicht zu weich, dass man sagen könnte, okay, ganz klar, gemütliches Bier ist kein dynamisches Bier. Will länger im Mundraum behalten werden. Und jetzt kommt's. Es ist so unglaublich schlicht. Es ist noch viel, viel schlichter als die Hopfenstange von dem Karl Butz hier. Und also wirklich, da ist überwiegend, ich will fast sagen, 70% Malz. Das ist wirklich, wo du merkst, so, das ist so richtig so die Schlacke, da, was da drin ist, ein Braukessel, da, das, was da eingekocht worden ist, eingemeischt worden ist, das hast du wirklich auf der Zunge drauf. Das ist so richtig so, boah, was ist das denn? Stell dir das noch ein paar Grad wärmer vor, da könntest du denken, komm, da hat er direkt eine Kelle da reingekippt, ja. So, und dann ist es das Erste, was man wahrnimmt. Es erschlägt einen und du merkst nichts anderes mehr. Dann ist eine kurze Pause und dann passiert was. Dann entwickelt sich ein Fruchtkörper, den ich komischerweise gar nicht näher zuordnen kann. Weil ich ihn nicht zuordnen kann, zähle ich mal die Standards auf. Überreifer Apfel, überreife Birne. So.
hat man auch dieses Erlebnis dann so, ja, erstmal so, ah, lecker, schmeckt gut. Und dann kommt da, kommt der Alkohol, der deutlich wahrnehmbar ist. Dann merkt man auch erstmal, was das für ein dickes Bier ist und wie schwerfällig das eigentlich ist. Und dann machen sich hier diese 6,8% bemerkbar, Leute. Und ich möchte jetzt mal einen Vergleich machen. Wir hatten auf dem Kanal, wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir schon mehrere, doch schon eher stärkere Biere gehabt. Unter anderem Störtebeker, mein Lieblings, mein Favorit, das Scotch Ale. Das hatte 9% gehabt. Dann hatten wir schon mal das Faxe gehabt, diese dicke Dose, ne, mit 10%. Und das war wirklich schon eine ordentliche Hausnummer, ne? Aber die konnte man trinken, die hat man so weggesüffelt gehabt. Ja, war halt Alkohol drin, bisschen mehr, hat ein bisschen mehr gezwiebelt. Trinkt man vielleicht nur eine Dose von. Hier trinkt man eine Flasche von und dann hast du aber Programm für den Abend, sage ich dir. Also ich weiß nicht, wie ihm das gelungen ist, aber der Alkohol, der klatscht hier dermaßen wirklich böse rein. Also wenn man sich billig weglöten will, Karl Butz, Freunde. Da musst du, wie gesagt, hier, mir, Männerstolz, ne? Musste sein. Es ist das erste Bier in meinem Leben, was ich getrunken habe, was dermaßen schnell wirkt und dermaßen schnell benebelt, muss ich wirklich sagen. Also das setzt sich auf die Gehirnzellen ab. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich kann es euch wirklich nicht sagen, keine Ahnung. Aber es ist unglaublich schwer, es ist so schlicht, aber unglaublich schwer. Und ja, wenn man das, wie gesagt, trinkt, und das ist ja, was man, wenn man Durst hat, richtig Bierdurst hat, und ich wusste nicht, dass das so ein Starkbier ist. Ich habe das einfach so genommen, ne, und dann getrunken, auf einmal war ich aber weg gewesen, doch. Ha! Ja, ich hab den ganzen Abend auch so, oh, ja, da hat er gegrinst, ne. Also man war jetzt nicht richtig besoffen oder so, man hat schon gemerkt so, oh, ja, da passiert was, ein bisschen dreht sich da was. Es wird ein bisschen wärmer, kriegt man wieder rote Bäckchen, ne, man fängt schon langsam so an zu so grinsen so und läuft die Metal-Scheibe im Hintergrund. Also, das ist schon wirklich eine Hausnummer, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und auch jetzt, gerade wenn der Sommer kommt, das darf man nicht unterschätzen. Aber so ist meine Wahrnehmung. Ein anderer könnte sagen, ja, mein Gott, nee, das Faxe mit 10% war doch wesentlich härter gewesen. Ich finde das hier wesentlich härter, also von der Wirkung her. Und das schmeckt auch noch besser, muss ich ganz ehrlich sagen, besser als das Faxe 10%. Ja, das ist so, was man sagen kann. Also, es ist wirklich ein verdammt schlichtes Bier. Also, ehrlich, schlicht, solide, stark, sehr stark. Ja, ganz hinten im Abgang merkt man dann auch noch ein bisschen Hopfen auch, das finde ich gut, dass sich dann auch noch mal so ein bisschen was bemerkbar macht. Aber das hat aber auch einen Zug drauf, Leute, das zischt sich auch so. Weil das Unglaubliche da dran ist, es erfrischt wirklich auch noch, ja. Also das erfrischt wirklich noch richtig gut. Ja, das ist was für ein Biersüffler, ne? Das ist so, da süffelst du wieder so den ganzen Abend so rum, am Wochenende, glaube ich, so, wenn du da so einen Sechser, du, da geht's dir gut. Wahnsinn. So, weiter möchte ich gar nicht rumschwafeln. Ich glaube, ich habe genug über den Karl Butz gesagt. Ritter Karl Butz, Männerstolz, das potente, starke. Und ich glaube, es trifft ja wirklich ganz gut, wenn man diese Wortspielerei versteht, inwiefern auch dieses potente gemeint ist. Es ist wirklich ein reifes Bier. Es ist ein extrem schlichtes und ein wirklich reifes Bier, das dominant von einem Malzkörper begleitet wird und unglaublich wirklich diese Stärke auch zeigt im Kopf. Also das ist wirklich, boah, das ist der Schulz. Da ist er richtig, was jeder ab. Bewerten wir mal das Ganze. Ich finde es interessant, aber ich muss trotzdem sagen, ich fand die Hopfenstange noch ein bisschen besser vom Geschmack her. Aus dem Grund ist es mir hier 4 von möglichen 5/6 Punkten wert, der Karl Butz. Und damit ist ja auch Biersüffler draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.